Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Moemon mit seinem Kippekatze, meine Wenigkeit. So, in der letzten Part haben wir den Arena Major Bob krass penetriert. So, ich hab mein Ding abgelegt. So, als erster kommt Pflanzen-Pokémon. Kacke. So. Ich muss auch hier so. Was gibt's mir denn Schönes? Ist klar, okay. Da hat man nur einen Hinweis gegen auf Route 2, dass irgendwas da ist. Bla bla bla. Ich mit den Typen von denen reden soll. Mit den alten Bro. Na komm. Kann es sein, dass sie den Top-Geneser wohin das hingelegt haben? Frechheit! Frechheit. Ach, fick dich. Das ist eine bodenlose Frechheit. Habe ich auf Route 5 schon Pokémon gefangen? Ich guck mal. Warte. So, ich habe ein Fahrrad. Ein Bicycle. So, mal kurz gucken, ob ich eine Route 5 schon gefangen habe. Ich glaube nicht. Ich verstehe eh nicht, warum. Route 2. Route 8. Nee, 25. Diktahöhle. Route 1. Mondberg. Das ist Route 1. Warte mal, ich guck mal bei meinem Team. Dich habe ich gekauft in den Pokémon Center. Warte mal, was steht nicht bei dir? Route 4. Route 3. Ich habe Route 5 noch was gefangen. Warte mal, du bist Route 4. Habe ich irgendwann geguckt, was Route 4 war? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die habe ich einfach nur so gefangen. Oder bist du gestorben? Nee, dich habe ich so gefangen. Cool, ich darf mit Pokémon fangen. Ist doch geil, ne? Ist geil. Ich darf ein Pokémon fangen. Das bedeutet, ich werde meinen Mankey von innen setzen. Nee, ich habe keine Ahnung, was kommt. So. Okay. Was kriegt man? Was kriegt man? Was kriegt man? Na gut. Ich habe mit besseren gerechnet. Aber naja. Ich mach's Beste draus. Los, mein Seedrache, jetzt schwächen wir ihn. Yeah, das ist etwas peinlich.
so, okay. Das ist gar nicht so hier. In der ersten Generation kannst du die Pokémon abliefern wie jetzt und in der Pokémon Silber, Kristall, Gold, Hardgold, Soul Silver kann man dann hier so ein Schutzband kriegen. Schade, ich hätte gerne ein Schutzband gehabt, aber nicht, ja. Dum, 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 dum. So, wir haben noch Minky von der, das ist nicht gut. Wir jetzt kommt Pflanz-Pokémon 4 Stück. Eigentlich wäre die schlauere Weinche an der Tauburger mitzunehmen. Warte mal. Vigara, das kann ich eh wieder erst in den Navantia-Turm nehmen, quasi. Poker wieder mit. So. Es kommen. Die Alte hat jetzt 4 Pflanzen-Pokémon, dann rotze ich die jetzt weg. So. Ich kann dann immer wieder mein Garados wieder reinnehmen, wenn ich durch den Berg bin und so. Das passt schon. So, Mirabla. Level 18. Krasser Shit, Alter. Krasser Shit. Tot am besten. So magisch das. So, es kommt schon Fenster. Du hast aber langen Namen, du Hals, Maul. Musst du auch tot sein? Läuft. Ja, bla, dann noch ein Fenster. Und was macht ihr so? So, na Level 5 sogar noch. Ich glaube. Ich glaube Anfang 30 lernt er Flügelschlag. Was für mich derbe Scheiße ist. Ich hätte schon gern noch Flügelschlag. So, dann mein Kleinstein unten nur nix. Ach nee, mal schon unten nur nix, oder? Steh schon. Oh cool, ich krieg Level. Nice. Ah, lebt noch. Energiefokus. Onyx. Oh, Onyx. Du kriegst ein Rasierblatt.
Ich fand das Design von Neues immer noch geil. Ich hatte schnell herausfinden, wie Stalas aussieht. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, Stalas sehe ich gar nicht. Du hast glaube Feuer-Pokémon. Dann nehme ich mal mein Mankey, der muss unbedingt trainiert werden, mein Mankey, ihr wisst Bescheid. Fukano und Clomanda. So, nehmen wir erstmal Karateschlag. Und sehen, der Typ hat ordentlich Training nötig. Scheiße, ich muss mal Guti mal trainieren, ey. Wie sieht denn das aus? Also knallt ihr Gott. Oh, das ist echt scheiße, ey. Nicht, dass mir Guti scheiße ist, aber die Lage mit den ganzen beschissenen Leveln ist schon kacke. Und? Ja! Steckst du weg wie ein Mann oder wie eine Frau in dem Fall. Bam, sehr schön. Fast gestorben und kein Level. So, wir gehen hier oben. Der hat zwei Bibos. Da wechsle ich jetzt. Ich lasse Mankey drin. Also mein Wuti. Dann wechsle ich einfach zu Taburga und wechsle den immer wieder hin und her. Dann müsste es dann Level 23 sein. Hoffentlich. Ja, müsste eigentlich locker drin sein, dass er 19. Ich habe die über der Hälfte schon. Das passt schon, das passt. Ich nehme Kingino. Weil der kann ja auch eine Flugattacke Schnabel. Das müssen ja sehr effektiv sein. Ich darf das gar nicht zocken. Sehr schön. So mag ich das. Und da kann ja nur Furenschlag, Giftstachel und vielleicht Fadenschuss und Härter mehr. Das kann der ja nicht. Wollen wir doch Level 19 hat er wohl was. In der Zeit. Jetzt warten wir es nochmal. Ein Energiefokus wird er wahrscheinlich haben, das kann das lernt Bibor früh. Ich glaube, das war so schon fast. Du Nadel, Nadelrakete lernt er später. Ich glaube, Nadelrakete ist die letzte Attacke mit so und du Nadel lernt er dann irgendwas mit Level 20. Wenn ich mich nicht schlecht. Und er lernt noch Verfolgung, logisch. Zumindest in den höheren Editionen. Den Spieler bräuchte ich mal das Fin-Level. Oh, Wuti! Du machst mich traurig. Du machst mich echt traurig, Alter. Oh, ich hätte Fuchtler nehmen können. Ich bin so dumm. Fuck. Oh, es ist belastend. Mein Kiki wird doch noch zur Kampfmaschine. Doch, Level 20, Level 23, sehr schön. Ich glaube, Level 28 entwickelt sich mein Booty. Und dann kann man ja sagen, jetzt ist es brauchbar. So, ich darf hier neues Pokémon fangen. Es wird ein bisschen stärker sein, deswegen nehme ich mal mein Birdo vorne hin. Mal gucken, was kommt. Ein Ratzfratz. Nicht schlecht. Das wird alle Verona mal richtig stark, wenn man es gut macht. Bitte leb. Alter! Ah, oh, du Mistgeburt. Oh,
ich hab mich so derbe schon drauf gefreut, ey, scheiße. Oh, fuck. Ich hab mich echt drauf gefreut schon. Warte mal, da unten hat Gesteins-Pokémon, dann hat schon was. Oh, fuck, wenn er inzitiert hat. Und volle Pulle trifft, dann hab ich Arschkarte. Hab ich irgendwie noch so einen Trank oder so? Ne, hab ich nicht. Der Beleber bringt mir einen Scheiß. Da muss ich wohl einen Supertrank nehmen. Bitte nimm keine Intensität, Alter. Ah, fuck! Steinwurf. Das muss Neffi zocken, oder? Ne, ist effektiv. Sehr schön. Nimm einen Karateschlag und der ist weg. Die Sache ist geklärt. Oh, fuck, ey. Der kriegt fast gar nichts. Das Geile ist, ohne nichts kann keine Stein... Doch, Steinwurf vielleicht, aber das bringt ihm ohne nichts. Mit dem Karateschlag. Und sehen, oh, sehr schön. Steh ich drauf. Was ist das? Bind. Wickel, oder? Ja, Wickel. Ich war gerade, hä? Bind, Wickel. Gut. So, das gleiche machen wir den anderen Typ dort oben hoch. Der hat auch gescheites Pokémon. Aber ja, ich könnte einen Pflanzen... Insektentrainer. Gibt's halt mal wieder eine Folge, die ein bisschen in Überlänge ist. Doch kein Problem. Hahaha. Feuerheiler, okay. So, du hast Käfer-Pokémon. Dann nehme ich mal mein King Dino rein. So, dann machen wir das noch ganz einfach. So. Ach genau, stimmt. So, passt schon. Passt schon! Raubihon, New Blutzuck. Kommt jetzt. Habe. Reicht. Ich hätte das natürlich jetzt auch mein Banky machen lassen können, aber dann hätte ich Ewigkeiten dran gesessen. Aber das ist ja nicht der Sache des Erfinders. Geht. Geht. Das ist ja nicht der Sache des Erfinders, wenn ich jetzt übelst lange an den Gegner hänge und ich komme hier vorne voran. Fick dich. Das tut ja einen Scheiß, Alter. Mann, ist der Blutzug schwach. Ich hab schon leicht... Leicht hatte ich das gekriegt, ey. Leicht hab ich wirklich... Hab ich gedacht so, Oh, das ist so wenig zockt, Alter. Obwohl es sehr effektiv ist. Ich habe echt mit mehr gerechnet. Naja, was jetzt? So, hier drinnen ist noch ein Trainer. Oh, was hast du nochmal für Pokémons, Alter? Schau mal meinen. Oh, Mankey ist echt kackenschwach, ey. Du kannst sagen, was du willst. Jetzt! Jetzt noch kackenschwach. What's up, Freunde? What's up? Wenn er dann Rassaf ist, dann legt er alles auseinander. Da gibt's Schellen. Da sind die tot. Sag ich euch. Ich würde es aber extrem freuen, wenn du mehr KP hättest, mein Freund. Sandan. Okay, Sandan. Das sind ja natürlich Kampfattacken jetzt nicht sehr effektiv, weil das nur Boden ist. Fuck. Gnade dir Gott, Alter. Gnade dir Gott. Okay. Okay. Du willst es auf die harte Tour?
Die kannst du haben, Bro. Die kannst du haben. Scheiße, ich vergesse bei Duflo zu gucken, welches Level ich das Vieh nur trainieren darf. Schumpel ist scheiße. Ein Igler. Ist klar. Ich vertraue dir da voll und ganz, Alter. So, tot, nächster bitte. Das ist kacke, dass der meinen Pokémon vergiftet hat. Ich hätte mir echt ein paar Heiler kaufen. Hey, ich hätte das Pokémon jetzt schon gern gegen den Trainer jetzt noch genommen. Rettern. Bedroher, oh mein Gott. Furchter. Tod. Alter, wegen dem Pfeifenhain kann ich meinen Mankey jetzt jede Trainer nehmen. Dieser... Hab ich irgendwie einen TM oder irgendwas? Könnte ich irgendwas geben? Lecker. Nein. Ich hätte mir echt Heiler kaufen, ey. So eine Scheiße. Bären habe ich auch keine mal gefunden. Backup und paralysieren. Scheiße. Och man. Das ist ja kacke. Wie viel hat er noch? Warte, ich muss mal beim Wechseln. 28. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay. Wir haben es geschafft! So. Ah, okay, wenn ich Spurs Pokémon kriege, ich Nebelstein, okay. Ich habe davon gelesen. So. Brauche ich aber nicht. Fuck. Ach, scheiß drauf. Kommt Inkarn auch? Dann mache ich die anderen zwei offline, dann gehen wir dann nächsten Mal schon in die Höhle. Hier werde ich kein Pokémon fangen, weil... Wenn ich jetzt eine bessere Angel hätte als die normale Angel, könnte ich mir relativ gute Pokémon rausgreifen. Warte. Und das ist natürlich mein Bestreben, hier gute Wasser-Pokémon rauszuholen. Und wahrscheinlich vorher werde ich mir noch heilende Tränke kaufen. Die hat eh nur ein Pumlo mit einem Pipi. Davon werde ich mir noch heilende Tränke kaufen, weil das sind auch ein paar... warte mal. Ein paar Trainer, die haben auch Knofenser und Duflo und die vergiften sehr gerne. Und die Höhle ist etwas... Hä? Du machst so ein Pikachu. Ich bin etwas verwirrt. Ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, die hat ein Pipi und Duflo. Pummeluff, nicht Duflo. Ich bin etwas verwirrt. So ist das Leben halt, so ist das Leben halt. So, Rasierblatt. Oh, dieses Pikachu. Oh, jetzt noch eine Donnerwelle.
Du bist nervig und gibst kaum Erfahrungspunkte. Du bist wie Zubat in einer Höhle. Na komm, mein Freund. Das müsste Pipi sein. Fairy, das klingt nach Pipi. Ja, ist es. Okay, wir machen erstmal übelsten Karateschlag. Okay, Spotlight. Folgt mir auf Twitter. Das war jetzt auf Pipi bezogen, nicht auf... Ah, scheiße. Und Twin Swunch, Level 24. Sehr schön. Also das geht doch. Das geht doch. Wenn man es will, geht's. Oh, das war der Picknicker Heidi. Hehe. herrlich. So, dann würde ich sagen, kann schon meine Maya-Uhr noch ablegen. Dann kann ich mein Dix wieder mitnehmen. So, den Maya brauche ich erst wieder in der nächsten Arena. Weil zufällig brauchen wir ja auch dort einen Zerschneider, um überhaupt reinzukommen, was ich total... Naja. Ist ja nicht so, dass wir die komplette Arena mit zwei Pokémons, die ich habe, wegrotzen könnte, aber... Pff, wenn man so haben will, wenn man es halt so haben. Ich glaube, ich war nicht aufladen. Nee. Ich würde sagen, beende ich den Part an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, und... Macht irgendwas Sinnvolles. Und ich tue erstmal kurz meine Pokémon heilen, bevor ich beende. Wie gesagt, ich werde jetzt noch bitte meinen Seedrache drin. Und auf Stufe 23, 24. Stufe 25 eine neue Attacke ist. Gut. Ich guck mal, wenn Seedrache eine neue Attacke lernt. Ich glaube 28 tut Mengi sich weiterentwickeln. Ich guck trotzdem nochmal nach. Es können nur 7, 26 sind. Und ich guck nach, welche Attacke ich Duflo beibringen muss, dass ich es entwickeln kann. Oder welches Level das ist. Weil. Englische Namen und so, ne? Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Und macht irgendwas Sinnvolles. Denn das war Pokémon Moemon mit seinem Kleinkatze. Das ist natürlich meine Wenigkeit. Ja. Yeah.